In diesem Video geht es um die Erklärung eines PID-Reglers, um den PID-Regler besser zu verstehen und später speziell bei einem Programm namens Ceria dieses einstellen zu können. Ein PID-Regler ist eine elektrische Steuereinheit oder ein elektrisches System, das einen Ist-Wert auf einen Soll-Wert bringt. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine elektrische Heizung hat und die Raumtemperatur ist 18 Grad und die Solltemperatur 21, dann versucht das System, die 18 auf die 21 zu bringen. Oder wenn man ein Tempomat im Auto hat und 100 km/h eingeben hat im Tempomat, dann versucht er, die Ist-Geschwindigkeit, zum Beispiel 95, immer auf 100 zu bringen. Auch wenn man bergauf fährt, dann fällt ja die Geschwindigkeit erst ein bisschen ab. Dann gibt der PID-Regler quasi ein bisschen mehr Gas, dass das Auto wieder 100 fährt. Oder beim autonomen Fahren, dass die Spur gehalten wird, wenn das Auto mal nach links und rechts so ein bisschen fährt. Kommen wir nun zu Ceria. Die Situation bei Ceria ist, man hat einen Trecker auf dem Feld und dieser soll vom Anfang des Feldes bis zum Ende des Feldes auf einer virtuellen Linie perfekt gerade fahren. Und hierbei lenkt nicht der Mensch den Trecker, sondern ein kleiner Elektromotor an dem Lenkrad. Und ja, Ceria ist das Programm, das steuert dann den Motor. Und dieses Programm hat noch eine GPS-Antenne auf dem Trecker, um die ganze Zeit die Position vom Trecker zu haben. Ja, und das Ziel des Lenkens ist es, auf dieser perfekten Gerade möglichst nah an der Ideallinie zu fahren, also mit wenig Abweichung nach links und rechts, und dies auch bei höheren Geschwindigkeiten, also auf dem Feld dann so 10 bis 15 km/h, genau, wie auch autonomes Fahren auf Autobahnen bis 160 km/h geht. Die Frage ist, wie funktioniert ein PID-Regler und wie funktioniert das Lenkverhalten, weil das Lenkverhalten nämlich auf dem PID-Regler basiert. So, man kann sich einfach mal vorstellen, der PID-Regler ist ein Auto und also vier Reifen, so darf jetzt nach vorne und in dem Auto fahren vier Leute mit. So, und links vorne ist der Fahrer und wie das so ist, hat natürlich der Fahrer seine Augen verbunden und die anderen drei müssen dem Fahrer die Kommandos geben zum Lenken. Und das Auto soll von A nach B fahren und das möglichst auf dieser Linie. Man kann sich das vorstellen, das Auto fährt auf einer Straße, auf einer Fahrbahn und soll möglichst mittig auf dieser Fahrbahn die ganze Zeit fahren. Sagen jetzt einfach mal, der Punkt ist das Auto. Ja, okay, da kommen wir später zu. Die anderen Personen, das ist der Fahrer, der nicht sieht. Das ist Person P, das ist Person D und das ist Person I. So, wir fangen mal mit Person P an. Person P sitzt ja auch im Auto und hat zwei Funktionen. Person P guckt sich, wenn man jetzt im Auto sitzt, und der peilt immer die Mitte von der Fahrbahn an und guckt immer sozusagen ungefähr 5 Meter vorm Auto, guckt es den Punkt auf der Mitte an und sagt, okay, da müssen wir hin und merkt und guckt aber auch, wo das Auto gerade hinfährt. Das Auto fährt zum Beispiel geradeaus. Und 5 Meter vor dem Auto ist ungefähr hier. Den Punkt peilt Person P an und sagt, okay, wir fahren aber geradeaus. Wir müssen mal ein bisschen weiter rechts. Und das sind ungefähr, weil die Person ein richtig gutes Augenmaß hat, das sind jetzt ungefähr 3 Grad. So, und dann sagt Person P zum Fahrer, wir müssen jetzt 3 Grad nach rechts fahren.
Und dann macht der Fahrer zum Beispiel eine Viertelbewegung nach rechts mit dem Lenkrad und das Auto bewegt sich mehr nach rechts. So, wenn jetzt nur, Person P im Auto sitzen würde, würde das Auto also dann von hier, würde es ja erst nach geradeaus fahren, aber dann lenkt es ja rechts rüber, also würde es so fahren. So, und hier angekommen, sich ein paar Sekunden später, bewegt sich das Auto ja gerade in diese Richtung und Person P peilt aber wieder 5 Meter weiter, so ungefähr hier, diesen Punkt an und sagt, oh, wir müssen wieder 5 Grad nach links lenken. 5 Grad, sagt das wieder dem Fahrer und der Fahrer lenkt wieder, ja, jetzt eine halbe Leung, halbe Leung, halbe Umdrehung nach links. Und dann wird die Autofahrt ungefähr so aussehen. Die würden ja immer ungefähr über die Mitte fahren, aber mit sehr starken Pendelbewegungen nach links und rechts. So, und deshalb sitzt noch Person D im Auto. Wenn jetzt D steht für differenziert, das heißt, Person D guckt sich immer die Bewegung an. Die Geschwindigkeit. Wenn jetzt das Auto hier ist und Person P hat gesagt, wir sollen jetzt weiter rechts lenken, dann fährt das Auto weiter rechts und dann merkt aber Person D, okay, das Auto bewegt sich gerade sehr schnell zur Mitte. Fahrer, du kannst jetzt schon ein bisschen weiter nach links lenken, also wieder zurück, damit wir gleich nicht auf der anderen Seite von der Fahrbahn landen. Und dann sagt Person D, ja, zum Fahrer ein bisschen weiter links lenken, dass das Auto dann ungefähr auf die Ideallinie kommt und dann schön mittig darüber fährt. So. Allein mit Person P und D würde das Auto jetzt schon ganz gut fahren. Aber wenn zum Beispiel auf der Straße viele Schlaglöcher sind oder Steine liegen, sagen wir jetzt viele Schlaglöcher, und das Auto würde die ganze Zeit so ein bisschen nach links ziehen, alle 20 Meter. Dann dafür ist dann Person I da. Person I notiert sich, was weiß ich, zum Beispiel jede Sekunde einmal, wo das Auto ist. Zum Beispiel jetzt. Und dann guckt es, okay, wir sind gerade 10 cm links. Also 10 cm zu weit links. Dann eine Sekunde später, okay, wir sind 5 cm zu weit links. Wieder eine Sekunde später, wir sind 20 cm zu weit links. Schreibt es dann auf. Und zum Beispiel nach 10 Sekunden guckt sich die Liste an und sagt, okay, insgesamt waren wir viel zu oft auf der linken Seite. Fahrer, lenkt mal ein bisschen weiter nach rechts. So, und dann lenkt der Fahrer ein bisschen weiter rechts. Ja, also ohne Person I könnte es zum Beispiel auch so aussehen, wenn dann immer Schlaglöcher kommen. Und mit Person I würde dann zum Beispiel hier eingreifen und sagen, okay, ein bisschen weiter rechts fahren. Genau. Und so hört der Fahrer die ganze Zeit auf die verschiedenen Personen gleichzeitig. Wenn jetzt zum Beispiel zwei verschiedene, zum Beispiel P und I, sagen jetzt beide, du musst jetzt weiter nach rechts lenken, lenkt er doppelt so viel nach rechts. Wenn jetzt aber zum Beispiel D und P sagen, also der eine sagt nach rechts, der andere nach links lenken, dann lenkt der Fahrer gar nicht. So, und dann kann man einstellen, wie stark der Fahrer auf die einzelnen Personen hören soll. Wenn jetzt zum Beispiel P was sagt, soll der Fahrer stark lenken. Aber wenn Person I was sagt, soll der Fahrer nur ein bisschen lenken. Um dann im Endeffekt einen schönen, ja, schönes Fahren zu haben. Mit nur ganz leichten Abweichungen von dieser Ideallinie. I ist auch, also I bedeutet integraler Anteil, also der summiert die Abweichung über eine längere Zeit immer auf. Genau. Und jetzt geht es darum, wenn man das jetzt so ein bisschen verstanden hat, im nächsten Video speziell, wie das noch genauer bei Serie aussieht, diese einzelnen Personen, diese Anteile, um dann mit den Parametern ein optimales Längen einzustellen.